Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin schon wach. Ja, ich habe Spätschicht, deswegen so spät und nicht so früh. Ich probiere jetzt meine neue Mascara aus. Jetzt habe ich keine Mascara drauf und jetzt mache ich sie gleich drauf. Schaut mal, wie süß die einfach ist. Die sagt von La Cura Beauty. Mega süß, oder Mädels? Mal Licht anmachen. Ewig cool mit den Schleifen. Also ich finde die richtig schön. So Leute, ich habe die Mascara jetzt drauf. Ich finde sie ganz cool bis jetzt. Sie ist etwas arg feucht, also muss man länger warten, bis sie trocknet, aber ich finde sie ganz cool. So ihr Lieben, dieser Moment, wenn man eigentlich keine Zeit hat, eine Story zu machen, aber noch schnell eine Story macht. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich muss jetzt los. Ich habe noch etwas Zeit, bis ich zur Arbeit fahre, aber trotzdem. Also bis ich arbeiten muss. Um 9 muss ich ja anfangen. Ciao, ciao. Endlich Wochenende. Oh Gott, Leute, ich freue mich so. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen, dass sie das mit meinem Handy redet. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Ich melde mich später noch. Bis dann. Ich fahre zu meinen Eltern. Ciao. Hier stehen einfach viel zu viele Autos rum und ich will nicht, dass irgendjemand sieht, dass sie mit meinem Handy redet. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Story. Ich fahre jetzt nach Hause, mal wieder meine Eltern besuchen und ich schmeiße am Wochenende einen Haushalt. Deswegen werde ich nicht viele Stories machen. Bis dann. Bye. Hey Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause bei meinen Eltern. Also zu Hause, also bei meinen Eltern zu Besuch, weil mein Zuhause ist ja da, wo ich wohne. Den Ort werde ich ja immer noch nicht verraten. Ja, scheiß Feierabendverkehr halt. Ich bin ja echt gespannt, was es zu essen gibt, weil ja, bei mir gibt es halt, dass es bei mir gibt und bei meinen Eltern gibt es halt was anderes. Ich bin echt gespannt und ja, ich muss hierher fahren. Ich muss einer Bekannten ihre Ohrringe zurückgeben und deshalb. Deshalb kann ich ja auch gleich bei meinen Eltern zu Besuch kommen. Das ist gerade um die Ecke. Wäre ja Schwachsinn, wenn ich dann wieder nach Hause fahre, in die andere Richtung. Ich bleibe jetzt, denke ich, bis abends. Vielleicht übernachte ich auch und fahre dann morgen nach Freiburg. Dann ist der Weg nicht so lang. Also nach Freiburg halt in die Stadt, weil ich wohne ja nicht in Freiburg. Ich wohne ja woanders. Aber ist ja egal, wo ich wohne. Thema Wechsel. Ihr Lieben, ich muss noch so viel im Haushalt machen, wirklich. Ich werde nicht so viele Stories, denke ich, machen. Und ich wollte es mit YouTube noch irgendwie hinkriegen. Gescheites Videoschnittprogramm. Ich hoffe, dass ich bis Montag wieder fit bin. Meine Nase total gerötet. Gott sei Dank seht ihr sie nicht, weil ich die Kamera so halte. Aber ich sehe, wie gerötet sie einfach ist. Es ist so schlimm, wirklich. Ich hasse es, krank zu sein und die ganze Zeit schnupfen. Das ist so ätzend. Ich versuche mir jetzt das Wochenende auszukurieren. Morgen, wie gesagt, muss ich nach Freiburg. Ich muss in der Apotheke da was holen. Das brauche ich halt. Eigentlich hatte ich es schon gestern gebraucht, aber egal. Pff, ist jetzt nicht so schlimm. Dann hole ich es halt morgen erst. So, ich starte mal kurz meine Umfrage, ihr Lieben. Wer hat auf meine Anweisung hin oder auf meinen Tipp hin bei Amazon die 1 Kilo Packung von Jelly Belly Beans sich bestellt? Wer von euch? Das interessiert mich einfach voll, weil ich würde einfach gerne wissen, wer ja, sich meine Story angeschaut hat und wer halt auch Jelly Belly Beans genauso verrückt ist nach Süßigkeiten, so wie ich. Und ich meine, das ist doch ein Top-Angebot für 15,99 € 1 Kilo, da kann man nicht meckern. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht so wirke wie sonst, nicht so fröhlich, nicht so verrückt, crazy, keine Ahnung, ich bin halt unterschiedlich gelaunt, aber das ist real, Leute. Ich mache hier keine heile Welt und alles ist supi und wow, und immer muss man top aussehen und alles perfekt, no. Ihr wisst ja, ich bin da authentisch. Ich zeige mich, wie ich bin. Egal, ob ich trockene Haut habe, wie jetzt wieder diese scheiß Falten, ne? Und Augenringe bis zu den Kniekehlen. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ja, den heftigsten Schnupfen ever. Nase verstopft bis zum geht nicht mehr. Ja, ist halt so. Ich mache trotzdem eine Story. Ich mach mir einfach momentan viel zu viele Gedanken, wie es rüberkommt. Aber ist doch scheißegal, wie es rüberkommt. Es war mir immer egal. Vor allen Dingen, Leute, ich sehe halt, dass mir immer gewisse Leute, die mir früher viel gefolgt sind, nicht mehr folgen oder mir entfolgen. Aber das ist mir egal. Das ist mir wirklich egal. Ich mache das just for fun. Ich mache das für mich. Ich mache das für niemanden. Ich mache das nicht für Geld. Ich mache es einfach für mich. Vielleicht irgendwann verliere ich die Lust und Laune, Stories zu machen. Keine Ahnung. Also, solange ihr wollt, dass ich Stories mache und ich stelle auch ab und zu die Umfragen, werde ich Stories machen. Aber live gehen werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Habe ich nicht mehr vor. Natürlich wäre es mega cool, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben. Habe ich zwar, aber mit vielen Abonnenten und Leute, die einem dann schreiben, positives Feedback geben und so, das wäre mega cool. Ich sehe es einfach an so vielen YouTubern bei YouTube. Aber ich bin noch sehr, sehr klein, was das. Das sollte heißen, ich bin noch sehr klein, was das angeht. Also wirklich, ich habe halt kaum Videos drin und
Ich habe so viele Videos generell, die ich alle reinstellen will, aber ich brauche ein gescheites Programm. Und Leute, wer mir was hat, schreibt mir bitte. Dieser Moment, wenn man mega vertieft eine Story macht und erst spät merkt, dass wieder die Radiomoderatorin in meine Story gesprochen hat. Ganz toll. Ihr Lieben, wie findet ihr eigentlich meinen Pulli? Ich liebe diese Farbe und genauso werde ich mir die Fingernägel heute machen. So, dieser Moment, wenn man als Instagrammer oder jemand, der gern Stories macht. Ja, ich bin ja Instagrammerin. Ich nenne mich jetzt einfach mal so. Ich bin aber keine Influencerin. Besseren Selfie-Spot entdeckt, ne? Also jetzt habe ich nicht mehr so extreme Augenringe. Ja, normale Leute, andere Leute wären schon längst reingegangen. Ich mache hier eine Story in meinem Auto, weil mir langweilig ist und weil ich unbedingt eine Story machen will. Ich weiß nicht warum. Ich habe Falten ohne Ende, aber Wayne. Kann aber auch von meiner Schilddrüse kommen, weil ich ja selten die Tablette nehme. Und ja, wenn ich lache, dann seht ihr das. Ich muss halt mehr mein Gesicht eincremen und Anti-Aging und mich gesünder ernähren und so. Ihr wisst Bescheid. Ihr Lieben, aber heute Morgen habe ich sie genommen. Oh, es läuft Musik. Heute Morgen habe ich sie genommen, die Tablette, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, ihr Lieben, wollte ich mich jetzt von euch verabschieden und euch einen ganz tollen Abend wünschen. Trotz Krankheit, trotz dass ich krank bin, fühle ich mich super gut. Wochenende, da hinten parkt einer meiner Nachbarn ein. Und naja, egal, dann sieht er halt, dass ich eine Story mache, egal. Oh Mann. Also, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Schönen Freitagabend. Macht, was euch glücklich macht. Geht feiern, habt Spaß, chillt, kuriert euch aus. Bis bald, ihr Lieben. Ich melde mich. Ciao, ciao.